Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Reliktia. So, dann wollen wir ab mal in die nächste Testkammer gehen. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Da ist auf jeden Fall einer zwischen. Hier kommt nur der Cube durch. Hier kommt auch nur ein Cube durch. Ich glaube, den müsste ich dann wohl wahrscheinlich ein bisschen drücken, damit er dann da irgendwo... Ah, damit ich ihn rauspullen kann, okay. Und hier muss noch ein Cube hin. Das heißt, da hinten rüber... Oh, ob das alles so klappt, wie ich das mir denke, ich habe keine Ahnung. Was haben wir eigentlich hier? Achso, hier geht's gar nicht weiter. Gehört nicht zur Test-Area. Werden wir gleich abgeblockt. Ja, eigentlich müssten wir den da nach hinten nur rüberschieben. Warum brauchen wir den denn in der Mitte hier? Wozu? Wahrscheinlich, um den hier irgendwie hinzustellen und zu sagen, okay, hier, blitz mal da hinten rüber. Damit er dort abgeschossen werden kann, um hier drüben zu landen. Na gut, dann machen wir uns das mal relativ einfach. Ich hoffe, ich habe einen Plan. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, dass wir uns den hier mitnehmen. So. Das ist ja nachher auch unser Abschuss-Cube. So, mache ich den mal blau. Mache ich da mal rot. Und so. Ne? Damit er auch ein bisschen was rutscht. Und blau. Dann wird er da reingeschossen. So, jetzt machen wir den da. Blau. Der muss ja umgekehrt jetzt sein. Und dann drücken wir den einfach jetzt da hinten rein. Und dann machen wir den aus. Und lassen den einmal kurz rüberschießen. Dann ist der hier frei. Und gucken, ob wir hier irgendwelche Druck. Punkte brauchen oder nicht. So, da hinten, na, wir können ja erstmal, alle sind ungefärbt. Das heißt, ich kann mir eigentlich Farbe erstmal aussuchen. Scheint egal zu sein. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal blau, bereite den Kanonenschuss fertig vor. So, das heißt blau. Er wird blau abgestoßen. Und dann wollen wir ihn blau abstoßen da. Damit er hier ums Eck flitzt. Denn einmal machen wir mal blau und blau. Machen wir mal alles blau. Mal sehen, ob wir den überhaupt brauchen oder ob das jetzt total unnötig war, den in der Mitte zu holen. Das heißt hier blau und gib go me. Ich sehe leider nicht, wo er jetzt rumeiert. Ach, da hinten jetzt in der Ecke. Okay, das heißt, der hier muss schon mal rot abgesetzt werden, damit er da angezogen wird. Na gut, holen wir uns den nächsten Testschuss. Er ist ja mit einem Teleporter markiert. So, gleich weiter. Ah, jetzt ist er da aufgesessen. Jetzt brauchen wir doch den hier, um den hier so ein bisschen in die andere Richtung zu ziehen. So, mal gucken hier. Jetzt wechsle ich hier mal die Polarität. Wird er nach oben geschossen? Ne, nach oben sollst du ja nicht. Jetzt hängt er da oben in der Luft fest. Das sollte nicht passieren. Habe ich hier noch eine andere Möglichkeit? Mit dem Cube? Ja, ich kann den halt hier nur in die Ecke packen. Er muss ja am besten dasselbe beibehalten. Wenn wir den hier aber ausmachen und stattdessen den hier im Winkel ungefähr hier hinstellen und den auch wieder blau machen. Gucken. Ich hole mir jetzt mal kurz den Kanonen-Cube wieder ab. Lass ich schon mal durchschießen. Na, jetzt wird er von dem hier ausgebremst.
Wenn wir den jetzt hier rot machen, dann müsste das doch auch klappen, oder? Ich hole mir nochmal den Kanonen-Cube. Dann ziehen wir ihn nämlich da hinten rüber. So. Mal durchschießen. Jetzt müsste er ja angezogen werden, ne? Wieso geht er denn nach oben? Also wieso macht er nicht hier Boing Flip rum hier? Okay. Aber eigentlich müsste er doch angezogen werden, ne? Vielleicht nochmal ein bisschen weiter rüber hier. So, machen wir nochmal rot. Schießen wir nochmal ab. Das ist ja kein Problem. Er müsste jetzt eigentlich angezogen werden. Aber er drückt sich halt nach oben so ein ganz kleines bisschen. Machen wir den ja auch nochmal blau. Damit er vielleicht mehr Schwung drauf kriegt. Und von dem anderen muss er ja angezogen werden eigentlich. Aber ich glaube, der ist einfach zu tief. Das ist das Problem. Ja, dann traut er sich da hinten nicht in die Ecke rein. So, wenn ich den jetzt rot ansetze, dann setzt er sich da ja dran. Dann probieren wir es nochmal so. So. Haben wir bis hinten durch. Ist halt jetzt gerade immer eine Gelaufe. So, jetzt, wenn wir jetzt die Polarität wechseln, muss der hier auch blau. Ne, der ist ja rot. Moment. Ne, doch, blau. Jetzt habe ich gerade einen Denkfehler gehabt. Dann machen wir den rot, dann ziehen wir den nämlich ein Stück runter. Und jetzt können wir ihn noch ganz langsam hier rüberziehen. So, machen wir mal kurz aus. Damit er nicht irritiert hier. Ah. So, der ist jetzt rot. Das heißt, rot zum Abstoßen. Ah, nein, hat nicht ganz gereicht. Hinstellen, anziehen, ja. Jetzt hängt er da hinten fest. Oh, bis er rüber hier. Komm. Na, könnte fast reichen. Müssen wir das halt so gerade wie möglich machen. Physik und so. Jawollo. Und wenn wir den jetzt abstoßen, dann ist er da drüben. Ah, geregelt. And that's a wrap. No news from the ship yet, sis. Get me Kira. Bandwidth collimation. Stuttered tight point. Unable to reach the solid Aridad. Bandwidth what? Get out of here. Prioritize and redirect from... I am sorry, Dr. Patel. We are still missing the antenna arrays on Ibn Bajjah. And since when do you interrupt orders, sis? Chandra wept. You've gotten lippy. Next weekly review with UHA, I'll bring up your AI parameters. Would you like that? Sorry. Question does not trigger heuristic. It was a rhetorical question, you idiot. Ich glaube nicht, dass das Sis ist, der da die ganze Zeit mit uns redet. Mhm. Warum ist der hier schon grün? Achso, weil er grün ist, ist es aktiv. Aha. Und erst so kommen wir da hinten rüber. Gucken wir erstmal hier unten rein. Oh, ein bisschen Wasser hier. Aha, 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 aha. Okay, hier hinten geht's wieder hoch. Hm, ja gut, ja gut. Das ist ja eigentlich noch okay. Wir können ja hier jetzt erstmal den da vorstellen. Müssen dich ja jetzt nur blau aufsetzen. Und da muss ich einfach nur... Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Nochmal außen rumlatschen.
So, weil wir kommen ja hier durch und dann können wir den einmal aktivieren und dann ist dann grüner davor. Ah, ich sehe schon. Wir müssen den hier sogar rot machen, denn. Das heißt, wir müssen ihn erstmal da hinten hinschießen. Na gut, denn. Na, reicht's noch? Ich habe vergessen, die Gravitation wieder anzumachen. So, dann machen wir dich erstmal aus. Jetzt nochmal außenrum. Na, kriegen wir heute mal einen Drehwurm. So, dann setzen wir uns hier drauf und dann müssten wir da... Ich habe wieder was vergessen. Der hier muss ja jetzt auch rot. Wir müssen ja hier den Hückel da überstehen. Das heißt, wir müssen da jetzt einmal durchschießen. So, jetzt ist aber zum Abschluss alles bereit. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Ich glaube, ich bin zu früh runtergegangen, oder? Wir kommen nicht an ihn. Also wir kommen schon an ihn ran, aber nicht so richtig. Hat er noch ein bisschen Schwung? Kommt er noch rein hier? Na, ich glaube, ist er abgebremst. Nein! Ich hätte ihn nehmen können. Ich hätte ihn doch nehmen können. Ah, das ist doof. Gut. Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal machen. Das heißt, der hier muss eigentlich auch rot. Müssen alle rot hier. Achso, der ist rot. Okay, dann machen wir dich erstmal wieder aus. Dann machen wir dich Blöchen und natürlich Gravitation diesmal nicht vergessen. Schicken dich drauf. Dann wechseln wir die beiden zu rot. Jetzt nochmal einmal außenrum. Dann dürfte es auch passen, dass er mir genau entgegengeschossen wird. Hoffe ich mal. So. Gravitation ist an. Dann machen wir dich rot. Flop, flop, flop. Hoch. Ja, genau so. So, wenn ich dich da drauf stelle, dann... Können wir jetzt schon mal hier durch. Okay, da haben wir... Ah, genau, da muss einer hin und ich brauche beide Cubes. Das heißt, der muss da hin und dann muss ich nachher noch einen holen. Okay. Ja. Das dürfte nicht so schwierig sein. Machen wir dich mal blau. Dran stecken. So, du wirst... Der Cube ist jetzt rot. Das heißt, du wirst jetzt blau. Nee, halt, Polarität umkehren und dann müsste der doch da direkt reinschießen, oder? Ja, probieren wir es mal aus. So. Und da er dann rot wird, dann muss er da reingedrückt werden. So. Haben wir den ersten. Jetzt muss ich noch gucken. Das war ja noch relativ einfach. Wie kriege ich... Und jetzt habe ich den da schon reingesetzt, ne? Ja, nein, komm da wieder raus. Moment. Oh, blau. Komm ich da noch ran? Komm ich da noch ran? Ich will doch da nur dran. Ah. Na, komm schon. Ah, verdammt. Wenn wir den mit Rot... Nein, krieg ich... Ja, ja, ja. Da stand neben. Da stand neben. Nimm ihn doch. Es geht. Ja, ja, ja. Ja, oh. Weil den müssen wir ja nochmal einmal haben hier. Nochmal Schwein gehabt. Da hätte ich nämlich den hier beinahe vergessen. So, jetzt müssen wir nämlich auch erstmal einen da rüber schießen. Das heißt, die müssten... Nee, halt. Blau.
schießen erstmal einen rüber. Nee, rot müsste der jetzt haben. Damit er erstmal anzieht. Da hinten soll er auf gar keinen Umstand rein. So, und jetzt müsste ich eigentlich nur hier drauf schießen, aber der muss jetzt rot sein. Und du einmal rot. Boi. Ja, dann macht er mir den jetzt auf. Aber ich muss auch erstmal hier einen rüber geschossen kriegen hier. Mal gucken. Und jetzt haben wir da noch ein bisschen mehr. Nehmen wir den nächsten in die Abschussvorrichtung. Machen dich schon mal blau. Wird er dahin geschossen? Ja, 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 nein. Kommst du runter? Das war fast richtig. Ich hätte ihn nur fangen müssen. So, Gravitation an. Blau. Schon mal beiseite hier. Rot. Das war zu früh. Moment, bin ich eigentlich manchmal... Da fällt mir gerade was ein. Können wir das nicht vielleicht noch anders lösen? Indem ich ihn einfach nehme. Okay, I'm going back to Chandra. Dr. Patel, we still have 4 experiment tracks to complete before the second stage of... I've had it, sis. Cue everything and hold the report. Dr. Patel, I strongly advise that we continue to make progress on... I strongly suggest you shut up, sis. Last time I checked, you weren't in charge here. I'm out. According to the 2117 Interorbital Agreement on Scientific Procedure and Collaboration... Sis mute, execute. Better. Okay. Na gut, gehen wir mal runter. Irgendwas stinkt da gewaltig zum Himmel. Aber na gut, gucken wir mal. Achso, hier sind die ganzen Cubes. Mhm. Ich kann mehrfach irgendwo hingehen. Soll ich vielleicht schon mit der Bahn fahren? Nee. Aber sie möchte doch jetzt eigentlich ihre Tochter haben. Oder eher gesagt, mit ihrer Tochter jetzt sprechen. Gut, da hinten geht's schon mal nicht weiter. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hin. Zurück ins Labor. Oh. Immer wenn was Grünes ist, kann man was öffnen. Und wir haben Schulbücher oder sowas. Und ein Helmchen. Ah, Sicherheit, Safety first. Hä? Ah, hier ist noch irgendwas. Nochmal ein Artefakt. Aber hier komme ich auch nicht durch. Soll ich denn jetzt hier hin? Doch beim Zug? War ich da richtig? Ausnahmsweise und so? Oder hatte ich hier... Nee, die da drüben, die Tür ist rot. Und hier gibt es sonst keine weiteren Türen. Oder soll ich von hier... Ah, ich hätte von der anderen Seite ansprechen müssen. Na gut. So. Wieder zurück. Dann wollen wir gucken. Schön angenehm hingesetzt. Und los. Um...
Bin ich jetzt hier richtig? Ja, doch. Hier müsste ich jetzt richtig sein. Ich fühle mich immer so beobachtet durch die ganzen Drohnen hier. Nee. Der Aufzug ist zu. Ja, nee, ich glaube, ich bin hier in der Ecke nicht falsch. Hä? Habe ich mich jetzt verlaufen? Scheint so. Aber es gab doch jetzt keinen... Eine andere Möglichkeit von hier aus, oder? Bin ich hier jetzt falsch abgebogen? Okay, muss ich vielleicht doch nicht ins Labor zurück, sondern weiter? Sehr merkwürdig. Da hinten geht's weiter. Sieht ja auch alles gleich aus, ne? Ah ne, von hier aus sind wir noch gekommen. Hä? Das verstehe jetzt jemand, wer will. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Das Labor ist einfach zu riesig. Kann man mal genau sagen jetzt, wo ich genau hin muss? Jetzt haben wir dann natürlich das System abgeschaltet. Und jetzt fahre ich ja auch noch verkehrt. So, der gelbe Punkt sind wir. Ich will da hinten wieder hin. Das müsste doch jetzt klappen, oder ist das... Das müsste doch jetzt der richtige Weg sein. Oh, fahren wir erstmal ein bisschen mit dem Zug durch die Gegend, weil wir es können. Ist doch kein Problem. Chandra to Solidaridad. Come in, Solidaridad. Solidaridad, this is Chandra calling. What the actual... Patel to Alami. Leia, where the hell are you? Did you miss the maglev? Leia, if you're getting this, something is wrong with the comms. And with Sis. And something... I think something might be wrong with me too. I have seen something. What is happening with... Right. Breathe. Think. Think. Systems might be compromised. No comms. What do we do? Get an external link to UHA and warn them. No, no. Not UHA. They can't know about the relictor. Who? Oh, damn. Well, fuck it. Ragnar it is. Now, how do I establish a comms channel without systems mediating the process? How do you do it without Sis listening in? Where can you go that Sis can't... Sis, unmute. Execute. Dr. Patel. Systems? Get me a maglev to Faustini. We have plenty of work to do. Mit der Maglev zur... zum Krater fahren? Okay. Du möchtest jetzt also wirklich in den Krater? Muss ja dann, glaube ich, das Gebiet sein hier, ne? How's your coverage in Faustini, Sis? Coverage is patchy, due to antenna malfunction caused by solar flares. Still, job needs to get done, eh? That's what the UHA pays me for. Got to put those taxpayer rupees to good use.
Okay. Was ist ihr jetzt eingefallen, was sie jetzt machen soll? Okay, jetzt müssen wir wohl wahrscheinlich ins Wüstenbiom, so wie es aussieht. Ist aber eigentlich schon cool, wie sie den Mond umgestaltet haben. Finde ich mega nice. Faustini Crater. Biome, semi-arid karstic formation. Air temperature, 304 Kelvin. Air humidity, 21%. Terraforming status, 83%. Warning. Systems coverage is poor in many sectors. Prolonged stay is discouraged. Well, gotta do what we gotta do, right? I'll keep checking if you still copy me, sis. Okay, zum verdorrten Canyon. Na gut, dann einmal hoch. Ja, so ein Symbol ist passend. Sieht wenigstens schön freundlich aus. Sis, do you copy? Dr. Patel, I receive you, but with some loss. Estimated to 78% completeness. Really? That's odd. I get you loud and clear, sis. Oh well, let's get to work. Aha. Weil hier wohl wahrscheinlich die Umgebung so ein bisschen störend ist und es fehlen halt auch noch Systeme hier. Aber na gut, bevor wir uns jetzt den ersten Testkammer hier widmen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn!